Hallo und willkommen zu einer neuen Season Day. Ups, auf den Abzug gekommen, tot. Ja. Das war's mit der Season. Okay, tschüss, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Also, wir spielen DayZ. Vor mir steht der Heugabel-Heinz. Hi. Der Heugabel-Heinz. Heugabel-Heinz. Und ich bin der, auf welcher Nummer habe ich denn überhaupt die... Müssen wir mal nachgucken. Ah, okay, auf der... Was? Auf der 1? Oh, ja. Mal weg hier. Und ich bin der Nagelboy. Oh. Ich nagel alles. Selbst meinen Baseballschläger. Und ja, es wurde mal wieder Zeit. Wir haben natürlich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Jetzt haben wir mal mit der Standalone angefangen. Sind gefühlt 1000 Mal gestorben. Nicht an Spielern, sondern an Krankheiten. Jetzt holt er seine Heugabel raus. Ja, komm her. Komm her, aufs Maul. Das gibt ihr. Wir wissen nicht, ob hier andere Spieler sind. Haben wir einen Plan? Wir haben keinen Plan. Ich habe nicht mal die Map offen. Soll ich mal kurz die Map aufmachen? Wäre nicht schlecht, ne? DayZ Map. Ach so, ja, du bist mein Navigator dann. Jetzt. Wollen wir zum nordwestlichen Flugfeld laufen, wo immer wieder Spaß und Heiterkeit herrscht? Ich sehe gerade hier gegenüber, guck mal hier aus dem Fenster. Ja. Da ist uns so ein Brunnen unten. Lass mir da noch was trinken. Lass was snacken. Ich bin healthy, hydrated, energized. Okay, dann brauchen wir nichts trinken. Dann gehen wir gleich zum Militärzelten rüber. Die einmal. Erstmal gucken, wie viele Äpfel habe ich denn noch? 2 Stück. Muss reichen. Oh, ich habe nur einen. Wir müssen uns den Äpfel vorher wieder auffüllen. Bevor wir abhauen. Hast du Platz im Rucksack? Ja. Okay, dann musst es du machen, weil ich habe nur. Ich sehe den Supermarkt. Ja, dann geh du vor. Also, wie bin ich ausgerüstet? Ich habe schon eine AKM mit ein bisschen Munition. Ich pack mal lieber die AKM erstmal aus. Wenn wir von Zombie verfolgt werden, pack mal lieber deine Schusswaffe aus. Meinst du wirklich? Ja, also ich denke, jetzt vom Zombies kann man besser ausweichen als Spielern. Wenn jetzt ein Spieler kommt, du hast die Mistgabel in der Hand, GG. Rechts habe ich einen Zombie, pass auf. Ja. Okay, wir sind natürlich hier wieder in Sterisobor. Wie sollte es anders sein? Das ist einfach unsere Lieblingsstadt. Wir fühlen uns zu dieser Stadt angezogen. Magisch. Ah. Die Äpfelpflücker sind weg. Ja, genau, also wir haben schon letztens, ich habe einen kurzen Stream gemacht, solange es mein Internet zulässt, Freitagabend, ey. Upload. Easy. Statt 11 mein Ding nur noch ist voll. 3. Was, wie viel hast du jetzt, genau, hast du es mit F gemacht, oder? Einfach F gespammt. Ja, ja. Kannst du ein paar Äpfel hier auf den Boden legen für mich? Nein, machst du selber. Geh viel schneller. Ich kann nur 2 aufnehmen. So, also wir gönnen uns erstmal ein bisschen Äpfel, ne? Bis wir gecheckt haben, dass man von Äpfeln, von Bäumen Äpfel pflücken kann, von Äpfelbäumen pflücken kann, hat ein bisschen gedauert. Also sich nur von Dosen zu ernähren, ist ein bisschen stressig. Oh, hier liegt die Batterie beim Brunnen. Boah, lol. Für den Elektrolythaushalt. Was? So, Search for Apples, also einfach F-Spam und mal gucken, vielleicht macht das ja. Search for Apples. Jetzt sollte dann gleich mein I found nothing. Irgendwann kann man spammen, ich weiß nur nicht wann. Ich weiß nicht, kann man zu viel Wasser trinken? Ich glaube nicht, ne? Man kann nie zu viel Wasser trinken. Irgendwann kann man spammen, ich weiß nur nicht wann. Wie hast du das jetzt nochmal gemacht? Einfach F drücken, ne? Eine Stelle ein bisschen in einem Baum und F drücken. Mir kommt dann Cancel Current Action. Cancel. Nein, du musst den perfekte Stelle finden. Den G-Spot vom Baum. So, ich bin hydrated, ich bin energized. Ich finde die perfekte Stelle nicht. Mach mal hin hier. I have not found a thing. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, weiter spammen. Ich sehe ja nichts. Bei mir kommt dann Cancel Current Action. Ich glaube, ich muss mich im Knien, oder? Ich suche gerade noch den G-Spot, aber ich finde ihn nicht. G-Punkt von der Frau. Gustav ja. Von der Frau. Cancel. Search for Apples. Ich finde ihn nicht. Ich finde den G-Spot nicht. Ziel ist jetzt auch mal, Muni. Geht's jetzt? Auftreiben. Mehr Medikamente auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's. Schaut's unten auf die Leiste. Ich spam jetzt F. Und jetzt habe ich
Alles voller Äpfel wieder. Also wenn ich jetzt mehr Platz im Rucksack hätte, da ja, wäre jetzt alles voll. Ah, hier, Vicinity, da liegen jetzt ein paar Äpfel am Boden. Willst du ein paar? Guck mal hier. Ja, ich brauche noch ein paar. Komm mal her. Geh einfach auf die Stelle, wo ich stehe. Ah. Zwei nehme ich gern mit. Ihn können wir noch. Stehst du neben mir? Hey, du hast alle. Ja. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist denn du? Ich höre jemanden keuchen. Das war ein Zombie. Ich habe das Spiel schon auf voller Lautstärke, weil ich höre hier kaum was. Isst du alle? Ich esse gerade ein paar. Ja. Ich brauche jetzt erstmal noch. Jetzt erst noch den in meiner Hand, das wäre nicht schlecht. Hallo. Lol. Mich hat's wieder weggeportet. Ja, das dich. Spiel ist. Ja, das liegt wahrscheinlich an deinem Ping gerade. Du rennst bei mir gerade im Haus rum. Jetzt kommst du raus. Jetzt bist du bei mir draußen vom Baum. So, ich trinke erstmal noch was. Also wenn alles hellgrün ist, bist du perfekt. Ich hab sogar dunkelgrün. Oh. So, Getränk. Das Gute ist, Äpfel machen sowohl trinken als auch Hunger. Ein bisschen. Also mehr Hunger als trinken. So, ich frag mich, wie der durch den Helm trinkt. So. Alter, einmal gönn ich mir noch. Gas. Ja, einmal gönn ich mir noch und jetzt könnten wir allmählich nach Norden. Norden ist, glaube ich, die Richtung. Ja, genau. Nordwesten. Na, ich nehme jetzt hier den Supermarkt noch mit. Rennst du dann dauernd aufrecht oder machst du es mit Absicht? Ich renn dauernd aufrecht. Ja, beim Zombie würde ich doch lieber gecrouched vorbeirennen. Das ist, wenn du so langsam aufrecht läufst, passiert da gar nichts. Ja, okay. Da kann man durch, ne? So, das Spiel habe ich übrigens auf normal hochgestellt, also nicht alles auf. Doch, ich glaube, ich habe die Texturen letztens wieder auf Ultra. Da liegt eine Axt, ja. Lass mal kurz gucken, Grafik. Hier liegt ein normal und Rucksack. Alles auf normal. Also auf sehr hoch lohnt sich das Spiel auch nicht. Da hast du genauso Kanten flimmern. Flammenkintern. Was? Ich habe einen großen Rucksack gefunden. Nice. Oh. Ich sehe hier nichts. Ja, Supermarkt. Du stehst bei mir gerade wieder auf der Stelle rum. Wahrscheinlich, weil du lagst. Bist du ein bisschen weitergegangen? Ja. Ja, du stehst bei mir wieder hinten am Eingang rum und drehst dich so am Boden. Alter, im Ernst jetzt? Jo. Ach so. Ja, ich wollte mich eigentlich vorne hinlegen. Da, wo ich den gefunden habe. Jetzt bewegst du dich erst hinten bei mir. Jetzt kriegst du gerade hinten bei diesem zweiten. Ja, ja. Ja, okay, da bist du jetzt, oder? Du hast immer so einen kurzen Desync. Das heißt, du läufst kurz auf der Stelle. Das ist zwar nicht gut, wenn du gerade übers Airfield läufst. Ich weiß. Dann läuft das so eine. Ist mir bewusst. Das ist natürlich. Oh, das ist ein großer. Wie viele Slots? Ja. Da rennt ein Zombie, da rennen Zombies. Schieß, da wird geschossen. Ja, ich hab's auf dem Berg oben. Ich hab's gesehen. Wollen wir nach Nordwesten gehen und die umlaufen auf dem Berg? Wenn die reinkommen, schießen wir. Kannst du kurz auf den Eingang aufpassen? Ich kann's probieren. Sage ich nicht desynke und legge. Ich habe schon mal die Waffe im Anschlag. Ich muss noch kurz per Apple rüberziehen, dann kommen wir los. Ich habe 30 Schuss im Magazin. So, mein Rucksack ist leer, im alten. Das kam vom Zeltplatz. Nee, die waren, wenn du mich anguckst, genau hinter mir. Ah, da. Hast du ja gesehen am Hügel. Also auf dem Hügel sehe ich jetzt durch das Fenster hinter dir, sehe ich gerade nichts. Da oben ist aber gerade gerannt. In welche Richtung ist er denn gerannt? Hast du es gesehen? Von dir aus gesehen nach links weg. Oh, auch nach Nordwesten. Check mal, bleib mal bei dem Eingang. Hast du eine Waffe im Anschlag? Ja. Sollen wir schießen oder erst reden? Ist das ein Friendly-Server? Ich glaube nicht.
Wollen wir einen großen Bogen rennen? Erst nach Süden und dann eine Schleife? Zum nördlichen Snipe. Naja, erstmal grundsätzlich, sind wir gut oder böse? Du hast gerade die Tür zugemacht, hoffe ich doch, oder? Ja, ich habe die zugemacht. Ja, das ist natürlich. Hast du den vorderen Teil des Landes? Du hast den vorderen Teil. Ja, ich habe den vorderen Teil. Naja, nicht ganz. Ich muss mich so positionieren, dass er mich nicht vom Hügel rechts abknallen kann. Also, wenn er vorne reinkommen würde, reinrennen würde, da steht ein Zombie. Theoretisch müsste das erst aggroen. Das würde ich sehen. Ich habe schon mal Waffe im Anschlag, ja. Und der ist nach Nordwesten weggerannt. Ich kenne die Himmelsrichtungen nicht. Ich habe keinen Kompass. Da vorne rennt einer. Ne, das ist ein Zombie. Oh, Alter. Der da. Das ist da was. Puh. Der da. Ich dachte schon, da kommt einer vom Busch. Dabei ist es nur ein Zombie. Ja, ich glaube, mit Alt umschauen ist besser, weil dann dreht man sich nicht und macht keine Geräusche. Wollen wir zum Nordwestflugfeld jetzt trotzdem? Also, der Typ könnte jetzt sonst wohin sein. Oder liegt noch auf dem Snapperhügel? Ich hätte die Baracken noch mitgenommen. Die hier? Ja, die Schüsse kamen halt aus der Richtung. Ist jetzt halt risky. Willst du es machen? Wir halt eine kurze Season. Kiki. Okay. Ich komme langsam zu dir vor. Ich weiß nicht. Willst du vorne raus oder wollen wir hinten raus? Wo sind die Zelte ungefähr? In der, warte, schau mich an, in der Richtung. Da so. Okay. Also aus der Richtung kamen ja auch die Schüsse. Okay. Lass mal hier ein bisschen. Schau mal kurz, ob hier ein Zombie ist. Nope, lass so rum. Oh, da oben ist der Sniperhügel. Hier mal kurz hinterm Truck verstecken. Kommst du zu mir? Ja. Tür rechts raus. Aber auch recht. Ja, nee, ich würde hier mich geduckt kurz hinterm Truck verstecken und den Sniperhügel kurz beobachten. Weil da oben die Stelle, die kennst du, ne? Da oben ist dieser Betonklotz, ne? Ja, aber Sniper, so wie es damals gab, im normalen Desert, gibt es hier nicht. Ja, es gibt trotzdem vierfachen Zoom. Also wir könnten hier schon. Da rennt einer vor uns. Sollen wir ihn abknallen? Er hat uns nicht gesehen. Hat den Gilly, was hat denn der für Sachen? Das sind zwei. Ja, wahrscheinlich wird. Habt ihr uns nicht gesehen, oder? Nee. Die laufen straight weiter. Hätte ich schießen sollen? Hätten wir schießen sollen? Das ist jetzt die gute Frage. Wollen wir sie beobachten? Die laufen nach Nordwesten weg, ne? Da, wo wir auch hinwollen. Könnten sie verfolgen, aber ich weiß nicht, ob die uns dann sehen. Lass verfolgen, komm. Das ist Action. Wir sind die Stalker. Hast du sie noch im Blick? Nee, die sind so weitergerannt in die Richtung. Vorsicht, Zombie vorne. Und da ist ein Zombie. Links rum. Frage, sind sie jetzt in irgendein Haus reingegangen? Ja, da vorne kommt ja eigentlich keins mehr. Ich sehe sie halt nicht mehr. Da steht ein Zombie. Also es sind zwei. Das sollte man schon mal berücksichtigen. Wenn wir angreifen, sollten wir einen direkt killen. Ja, wäre vorteilhaft. Wollen wir jetzt hinterher oder? Ich wollte die Zeit looten. Die kamen gerade von den Zelten. Ich weiß nicht, ja, ob da noch was sein könnte. Können wir danach kurz nachschauen. Ich glaube nicht, dass die zurückkommen. Aber wenn wir uns nachher aufmachen zum Nordwestflugfeld, gehe davon aus, dass da mindestens zwei Leute sind. Mindestens. Komm mal hier durch. Du hast dir eine Bandage jetzt auf den Arm gemacht, oder? Ja. Okay. Sehe ich nicht so gut. Ja, weil meine Ausrüstung schon die Farbe hat. So eine ähnliche Farbe.
Okay, die haben vorhin auf Zombies geschossen, das heißt, die haben wahrscheinlich keine Munitionsprobleme, wenn die mit den Waffen so rumballern. Das ist ja eigentlich mein Hauptziel erstmal, jetzt ein bisschen mehr Ammo zu finden. Ja, dass man wenn du mit der Waffe triffst, dann machst du genug Damage. Links. Ja, aber ich habe halt nur 9 Schuss und die müssten halt sitzen. Hast du nicht nochmal ein neues Magazin gefunden? Letztens? Nein. Nicht? Nein. Was hab ich denn nicht nochmal? Ich hab 30 geladen und noch ein Magazin mit 9, wenn du die brauchst. Jetzt mal auf Anhieb nix. Ich gehe mal auf den Hügel in den Wald oberhalb. Geh mal du durch die Zelte durch. Ich schaue mal mich hier oben ein bisschen um. Da hinten steht ein Zombie. Der ist nicht aggro. Rangefinder. Ja, für unsere Waffen relativ. Wenn wir eine Mosin hätten mit einem Visier. So, mein Typ keucht mal wieder wie so ein Asthma-Boy. Da hinten sind Zombies. Also, wenn jemand von Novi kommen würde, das würde ich ein bisschen sehen. Hier ist eine UMP-45. Was brauchen die nochmal für eine Munition? Keine Ahnung. Liegt irgendwas? Sieht aus wie ein Bajonett. Brauche ich nicht. Oder? Lass sehen. Kurz mal gucken. PU-Scope habe ich schon. Ja, die gibt es die Sander mehr hier. Ja. Hab ich das Gefühl. Sind so viele Zombies da. Da war es ja eine Heugabel. Also wie gesagt, wir töten Zombies immer gern eher mit unseren Nahkampfwaffen, weil man die, wenn man sie umkreisend bekämpft, einen sowieso kaum treffen und man hat sowieso bloß mit unseren jetzigen Klamotten nicht mal eine 20% Chance, dass man infiziert wird. Und selbst wenn wir infiziert werden würden, ich habe ein paar Antibiotics. Was sind denn die? Matchbox. Irgendwo hier. Ich glaube hier drin. Irgendwo da drin. Heatpack, Bandagen. Ich habe hier Kohletabletten und Antibiotics. Ich habe nur noch 3 Kohletabletten. Lol. Ich habe noch 12 damaged. So. Eine SKS ist hier nochmal. Noch ein Ragefinder. Also ich glaube nicht, dass wir 2 Leute mit SKS brauchen. Wir bräuchten schon einen mit einer Schnellfeuer und einen mit einer Sniper. Also du bist bis jetzt der Sniper. Also Anführungszeichen Sniper. Du hast halt die Einzelschusswaffe. Und ich habe die Dauerfeuer. Besser wäre es, wenn ich die Zelte looten gehe, weil ich kann im Nahkampf mehr ausrichten als du. Ne? Ach ja. Geht schon. Ja. Wie kann man eigentlich hier in der Standalone nachschauen, wie viele Spieler da sind? Also in diesem Server gerade. Für Arcane auch in einem Attachment, aber brauchen wir nicht. Was denn für eins? Weil ich habe hier noch Buttstock, Bipod und Handguard Rail, damaged aber. Ja, irgendwie so ein Griff halt, ne? Ist der pristine? Nee, leider nicht. Ja, okay. Den gibt's anscheinend gar nicht pristine. Habe ich noch nie gesehen. Gut, dann kommen wir zum. Was ist hier gerade unten rein? Zum nördlichen Sniperhügel. Also einfach. Der Wald von den Zelten. Den kennen wir ja. Hat man leider nie auf der Aufnahme, glaube ich, dass wir hier mit unserem Ghillie-Suit gesnipert haben und dann rechts von uns lag einer. Ah, ich sehe dich. Ohne gesehen zu werden. Ja, damals war es echt schlimm, da haben dich die Zombies aus 2 Kilometer Entfernung gerochen.
So, komm mal zur westlichen Baumgrenze von dem Wald. Ja, jetzt zum Jägerstand. Komm, ja, da war ich schon. Ich sehe dich schon. Ich sehe. Ach ja, so. Da war ich schon oben, da ist das BU-Scope. Ich glaube, hier können wir aufrecht, oder? Ja. Ja, ja. Also die Dudes, die sind in die Richtung abgehauen, wo du gerade hinrennst, so ein bisschen weiter links halt. Die sind wahrscheinlich jetzt der links sind sie gelaufen. Ja, die sind wahrscheinlich an der Straße entlang. Wenn ich mal kurz hier gucke. Ich lass mal gut, den Weg zum Flugfeld finde ich auch ohne. Ja, das ist jetzt die Richtung einfach straight, ehrlich gesagt. Ja. Die sind schon so oft gelaufen. Ja, allmählich kommen so die ganzen Map-Daten im Kopf wieder zurück. Also ehrlich gesagt, unser Ziel ist jetzt hier natürlich so lange wie möglich zu überleben zusammen. Wenn einer von uns beiden stirbt, ist ein bisschen doof. Wenn wir beide sterben, ist glaube ich die Season vorbei, oder wie machen wir's? Aber wir müssen schon gleichzeitig sterben. Leroy Jenkins oder Harakiri? Ist ja fast dasselbe. Bei Harakiri ist es nicht eher Selbstmord. Ja, meine ich ja. Man kann sich, glaube ich, mit einem Revolver oder mit einer Pistole generell hier, glaube ich, die Kugel geben. Soll ich das machen? Wenn einer von uns beiden stirbt, muss der andere den Tod rächen und wenn er es geschafft hat, muss er sich selber das Leben nehmen. Ich glaube, das ist irgendeine F-Taste. F6, 7, 8, irgendwas da oben. Kannst du mal ausprobieren. Okay, mach ich. Wäre so lustig, wenn sich meiner mit dem Baseballschläger so selber die Rübe einschlägt. So. So. Also so wie jeder normale Soldat es macht, wir rennen natürlich von Deckung zu Deckung, also sprich quer übers Feld. Wir sind quasi wie ein Geist. Ja, quasi. Ich versuche dauernd was zu finden, aber... Ja. Ne. Aber eigentlich rennt man ja, sollte man hier von Baumgruppe zu Baumgruppe oder an so einem... Ach Quatsch. Buschgruppe entlang. Für Pussys. Ja, Pupus. Wenn uns was passiert, was machen wir? Halt mal bitte nach vorne gut Ausschau, weil ich habe Angst, dass wir hier Wölfen begegnen. Oh, sehr gut. Ich habe mich fast vergessen. Die sind ehrlich gesagt schlimm. Was schlimmer ist. Ja, ich glaube, Wölfe sind inzwischen schlimmer. Die haben so einen komischen Sprungangriff. Wenn du dich, ich habe es letztens ja schon im Stream ausprobiert, wenn du dich in den Türrahmen stellst, die treffen dich nicht. Da habe ich mich hingestellt, habe meinen Baseballschläger ausgepackt und dann schön auf die Knie gezielt. Auf die Vorderpfoten. Auf die Nase. Oh ja. So, willkommen beim Running Simulator 2017. Hier ist wieder euer Gastgeber, klar, was? So, du stehst bei mir wieder auf der Warte. Ja, das nächste läuft zu mir voraus. Ich weiß nur immer, dass der Hintermann zuerst stirbt. Generell sollte ich immer vorausrennen. Links von uns könnten jetzt die Spieler sein. Da ist Cabanino, glaube ich. Warte, ich mal kurz auf dem Feld stehen, ich muss die Karte mitziehen. So, und weiter geht's. Das ist ein bisschen so versetzt drin. Also hier im Norden spawnen oft Wölfe. Und wenn die spawnen, dann zu 10. Mindestens. Hast du den 8 gelesen oder fand das so? Nee, ich habe bis jetzt immer so 10 Stück gezählt. Manchmal greifen sie Zombies an, manchmal nicht. Das ist dann gut Glück. Wenn sie einen Zombie gerade im Visier haben, dann kannst du dich noch verpissen. Aber ansonsten, wenn sie straight auf dich zurennen, dann haben sie dich schon längst im Visier. Und die spawnen immer so in der Nähe von so einem Waldstück oder im Wald. Habe ich letztens gesehen, zumindest. Ist hier schon das? Und das hier könnte die Straße nördlich von Cabanino sein. Das ist hier, glaube ich, auch. Ja. Naja, das ist richtig. Also wenn wir jetzt dem Straßenverlauf folgen, dann sind wir am östlichen Teil angekommen. Ich glaube, hier könnten auch die Spieler lang gerannt sein. Oder die sind noch weiter nach links. Wollen wir auf der linken Seite oder auf die rechte Seite? Rechte Seite hoch. Okay. Da
Wir müssen jetzt auch auf die linke Seite, wenn wir schon rechts sind. Sollen wir mal links in den Wald überrennen? Gucken halt, ne? Ich weiß nicht, soll ich in den Wald hier reinrennen? Oder nicht? Weil hier könnten Wölfe sein. Aber ich finde halt ehrlich gesagt die Baumgruppe trotzdem attraktiver, als hier offen rumzulaufen. Du siehst hübsch aus. So. Ja. Ja, du. Okay, okay. Ja, so. Voll stylisch, ne? So, lass mal den Keuchhust mal abklingen. Ja, mich wieder vorrennen lassen, ne? Ich muss die Map wieder mitziehen. So, da nördlich ist ein Grishnovo. Grishnu, sorry. Vorne ist er, ja, da rennt einer. Da ist jemand! Da läuft du hast einer! Du hast einen roten Rucksack, ne? So einen orangen, ja. Ja, orange-rot. Ich habe einen blauen, okay, wenn du jemanden siehst mit einem... Da läuft einer! Ich habe einen hellblauen, wie gesagt. Du hast einen orangenen, das heißt... Du siehst mich nicht mehr. Ich habe sie gerade in eine Tanne gestellt. Da ist er doch. Hi! Ich war quasi unsichtbar. Hast du gesehen? Sind uns hier nicht mal Spieler begegnet? Irgendwie ja, aber bei so. Nacht, wo es fett und dunkel war. Ja, riecht... ja, ich sehe so vor mir was laufen. Ich so, läufst du gerade vor mir? Und dann du, nö. Da ist einer! Ich bin nicht hinter dir. Ja, eigentlich, nö. Wir hatten kein Nachtsichtgerät, das war so bitter. Haben wir einen über den Haufen geschossen oder zwei? Also mindestens drei an uns vorbeigerannt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich wahrscheinlich einer Combat gelockt hat. Der hat sich irgendeine Tanne gestellt und hat sich ausgelockt wahrscheinlich. So. Sind wir zwar rechts? Ja, ja, wir sind rechts. Ich will auch rechts dran vorbeilaufen. Ich will nicht über das Flugfeld. Ich will. Die Zelte nördlich ist das Heilloot. Alles andere ist eigentlich Kacke bei dem. Finde ich. Oder willst du echt in die Baracken gehen, die so offen auf dem Platz stehen? Ne, es war nur gerade eine Feststellung. Aber jetzt kenne ich mich wieder aus. Rechts ist Grishnu. Wir laufen gerade da von diesem fetten Waldstück zum nächsten kleinen. Kurzen Ping-Test, bleibe ich bei dir jetzt stehen? Ja. Okay. Kurzer Ping-Test, trifft die Kugel dich jetzt? Oder erst was, jetzt? Was, ich bin tot, was? Na. So, ich hätte, also, ist da vorne, liegt da einer? Nee, das ist ein Stein, ich dachte schon, Stein. Ab und, zu auch immer kurz umdrehen und gucken, ob wir verfolgt werden. Runterfahren. Ich glaube, das ist fürs Ziel nicht so gut, oder? Der wackelt dann mehr. Ja. Also du bist unser Sniper. Du bist unser Sniper. Du bekommst jetzt erstmal... Soll ich dir wieder ein bisschen Munition geben? Nein. Komm mal kurz her. Wie hast du denn? Komm mal kurz hier in diese Tannen. Die sind sehr dicht und dick. So. Sehe dich nicht. Also, ich leg mal kurz das hier auf den Boden. Hallo? So. Ich empty es mal. Leg das hier auf den Boden. Nimm die einfach mal. Die bringen dir mehr als mir, weil 9 Schuss bringen mir nicht relativ viel. Ich habe 30. Hab ich erfasst. Du hast jetzt 18. Ja. Bitte nicht abdrücken. Jetzt hab ich 18 Schuss. Ja. Nice. Aber du hast ja Einzelschuss. Und deine Waffe macht ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, als meine. Oder? Macht die AKM ein bisschen weniger? Ich weiß es gar nicht. So, dann rennen wir mal weiter hier. Da kann man irgendwie Luft anhalten, weil es ist nicht kein... Ich triff nichts wahrscheinlich. Kann ich mal kurz ausprobieren. Komm mal kurz mit mir hier in den Busch. Da rechts unten sind Zombies gespawnt, ne? Ja, das sind unsere. Habe ich auch gerade gesehen. Luft anhalten. Chef? Nee. Ist das nochmal V? Nee, V macht ja diese Dinge, ne? C ist aufstehen. Das Ranzoomen vielleicht? Nee. Nee, es geht schon mittlerweile. Okay. Das Zielen ist halt ein bisschen gewinnungsbedürftig. Trotzdem jetzt mit gezogener Waffe rumlaufen, aber nur noch nicht den Anschlag nehmen. Eine Frage, wenn jetzt vor dir ein Spieler ist, wie gehst du in Anschlag? Machst du Leertaste und schießt oder machst du Rechtsklick kurz gedrückt halten? Du musst nur Rechtsklick machen. Ja. Aber dann gehst du so langsam, dann ist man irgendwie ein volles offenes Ziel. Das hat er aber auch. Ja, okay.
Wir halten uns weiterhin rechts, bis eine Straße kommt. Vorne käme noch irgendwo ein Jägerstand. Wenn du den anschauen willst.